Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon X. Wir befinden uns direkt bei einem Relaxo. Was heißt direkt? Ein paar Meter davor, aber wie auch immer. Ich glaube, ich habe schon mal angemerkt, das Pokémon dürfte ich mir so oder so holen. Es ist zwar eine Route, wo wir uns noch nichts gefangen haben, aber es besitzt einen eigenen Overworld Sprite und ich finde, die sollten dann schon immer fangbar sein. Ja, so viel dazu. Wie würde ich es denn gerne versuchen? Ich würde sagen, mit Kröti. Ja. Ich habe keine Ahnung, welches Level dieses Relaxo jetzt hat, aber wir werden es gleich herausfinden. Das halt ja wieder. Sag bloß, ihr habt es geschafft, die Pokéflöte zu besorgen. Ja. Johnny überreichte Mann die Pokéflöte. Ich hätte da auch was spielen können drauf. Mein Gott. Ah, danke. Ja, du bist hier der Einzige, der drauf spielen kann, nicht wahr? Ja, es könnte sein, dass das Relaxo wütend wird und uns angreift, wenn wir es aufwecken. Seid ihr bereit? Ja. Ja, es fühlt sich gut an, die Pokéflöte wieder in den Händen zu halten. Los geht's! Spiel! Irgendwoher kenne ich diese Melodie. Ja, Relaxo hat sich eine Augen weit aufgerissen. So gut es eben geht. Alles klar, Relaxo. Was hast du denn für ein Level? Ja, Kröti, gut. Level 15. Ach so, nur 15. Okay, das. Okay. Versuchen wir mal den Biss. Wie viel Damage machen wir? Nicht so viel. Okay, das setzt auch noch ein Igler ein. Okay. Das ist eigentlich gut, denn so kann ich Relaxo ziemlich gut schwächen, es sei denn, es setzt immer wieder Erholung ein, was es ganz bestimmt macht. Gott, ich mache überhaupt kein Damage. Ich mache überhaupt kein Damage. Ja, natürlich möchte ich versuchen, Relaxo zu fangen. Es hat zwar auch nur zwei Beine, aber ich denke mal, ich kann damit mehr arbeiten als, ich weiß nicht. Wir werden sehen. Vielleicht kann ich es auch gar nicht fangen. Vielleicht habe ich irgendwann keinen Bock mehr. Oh, es fängt schon an. Es heilt sich. Es fängt schon an. Es fängt schon an. Immerhin kann es mir nicht viel Damage machen. Oh mein Gott, das kann mich paralysieren. Das ist nicht so gut. Aber das war ein Crit, ja, fantastisch. Oh nein, Amnesty wäre es auch noch. Oh du Scheiße, so mache ich bald überhaupt kein Damage mehr. Und früher oder später wird es definitiv und sowas von Erholung einsetzen, ja. Ich weiß nicht, ob ich bereits versuchen sollte, einen Ball zu werfen. Ne, ich versuche nochmal Blubber. Ja. Amnesie, ja. Moment, du kannst Tackle. Ein Igler, Schlecker und Amnesie. Du kannst dich gar nicht heilen, du Kackvieh. Du kannst dich gar nicht heilen, merke ich jetzt gerade. Das ist sehr gut. Ich war echt davon überzeugt, dass das Vieh Erholung beherrscht. Und ganz im Übrigen, Kröti, wow, ist gerade fantastisch. Nicht nur mit dem Krit, sondern auch, weil es immer angreifen kann. Trotz der Paralyse. Und das machen wir. Werfen mal einen Pokéball. Vielleicht reicht es ja aus. Vielleicht auch nicht. Ich denke eher nicht, aber wer weiß das schon. Okay, das war ein ganz klares Nein. Das war ein ganz klares Nein. Wir werfen nochmal ein, komm. Wir können auch keine Statusveränderung hervorrufen, wenn ich mir das so recht überlege. Ich glaube, mit gar nichts. Ach, komm schon. Ein Igler, ja. Ist gut. Mach das ruhig. Ich sollte auch bald Kröti auswechseln. Nicht, dass ihm irgendetwas passiert, das nicht passieren sollte. Wie zum Beispiel ein gegnerischer Volltreffer oder so. Ich weiß auch nicht, ob es klug ist, jetzt hier alle Bälle zu verschwenden. Okay, reicht. Reicht, reicht, reicht. Wir wechseln aus. Wir wechseln aus und zwar auf Spike. Jawohl. Los, Spike. Mach es fertig. Oder nee, mach es eben nicht fertig, sondern tanke einfach seine Angriffe aus. Nee, nicht Pokémon, bitte. Versuchen wir halt mal einen Superball, okay? Wir haben nur drei Stück. Na toll. Ich meine, Damage haben wir eigentlich guten gemacht. Ich könnte noch mal mit Tackle angreifen oder so, aber ich hoffe, das ist nicht nötig. Und
Danke! Relaxo wurde gefangen! Okay, wir haben auch beinahe keine 5 Minuten dafür verschwendet. Naja. So, und für Relaxo neuen Eintrag im Pokédex. Es ist erst Zeit, wenn es über 400 Kilo Nahrung am Tag gefressen hat. Ist es mit dem Essen fertig, schläft es sofort wieder ein. Okay, Moment mal. Nur mal kurz. Es muss über 400 Kilo Nahrung am Tag fressen. Sein Standardgewicht, Durchschnittsgewicht, was weiß ich, ist 460 Kilo. Heißt, das Ding ist quasi wie ein Ballon, nur eine leere Hülle und das Gewicht ist quasi nur das Essen, das da drin ist? Ich weiß es nicht, aber ich schätze mal ja. Wir geben ihm mal einen Spitznamen und zwar nenne ich es... was schreibe ich denn da? Gnampf. Gnampf. Jawohl, ich hätte gerne ein bisschen Gnampf auf meine Pizza. Wer weiß, woher das kommt, der soll es mir bitte in die Kommentare schreiben, weil der oder diejenige, die ist cool. Okay, soll ich jetzt Gnampf ins Team nehmen oder nicht? Ich weiß es nicht. Unglaublich, du hast Relaxo gefangen. Was? Waff waff oder wie? Ja. Das Einzige, was ich mit dieser Pokéflöte machen kann, ist, sie zur Schau zu stellen. Aber du spielst ja schon auf ihr, seit du klein warst. Du entlockst dir wahrlich einen lieblichen Klang. Sieht so aus, als liebe auch mein Quaffhaft den Klang der Flöte. Aber natürlich nicht so sehr, wie es meine fabelhaften Feuerwerke liebt. Das ist klar. Ja klar. Dein Flötenspiel klang früher irgendwie noch besser, um ehrlich zu sein. Ich überlasse dir die Flöte. Am besten übst du noch ein bisschen weiter, ja? Hä? Ich dachte... ich muss gleich was nachprüfen. War das eben womöglich ein erster Schritt in die richtige Richtung und in Richtung Versöhnung, hä? Wie dem auch sei, ich würde sagen, alles ist gut. Ich frage mich, was wohl jenseits der Brücke liegt, auf dem Relaxo geschlafen hat. Auf der Relaxo geschlafen hat. Was ich mich jetzt gerade frage, Leute. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass hier jetzt die Flöte ausgestellt sei. Ja, da liegt sie doch, wusste ich doch. So kann der Typ aber nicht drauf üben. Und dann... gab es doch noch irgendwie was, oder nicht? Ich habe noch im Kopf, dass hier noch irgendwo Zerschneiderbüsche sind, aber scheinbar nicht. Wir sehen uns Gnampf kurz an, ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Wir haben jetzt schon mal Reserve, falls ein zweibeiniges Pokémon down geht, aber mehr auch nicht. Es ist still. Das ist okay, das... Ja, wobei, nee. Ich weiß nicht. Nee, wir lassen es erstmal auf der Box kommen. Wir lassen es erstmal auf der Box. Ich habe meine Pokémon geheilt, oder? Nee, habe ich nicht. Falls doch, dann heile ich sie halt eben nochmal. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich mir vielleicht doch ein paar Superbälle kaufen sollte. Für den Fall der Fälle, dass irgendwie mal ein cooles Pokémon auftaucht oder so. Ich meine ja nur. So, hallo, willkommen. Ich hätte gerne ein paar Superbälle. Und zwar 10 Stück. Ja, müsste ausreichen. Und weißt du was, gib mir noch 10 Pokébälle. Beziehungsweise, ja doch, 10. Plus noch einen. Ja, ein Premierball. Okay, man muss nur 10 Stück kaufen. Das ist gut. Wer bist du eigentlich? Hallo, ich bin der Namensverwerter. Ach so. Gut zu wissen, dass du hier herumstehst, ja. Aber im Moment bleiben wir bei den Spitznamen, die wir haben. So, genug herumgelungert. Was? Nerv nicht da unten. So, da ist die Pension, ja. Oh, müssen die mir das jetzt echt noch erklären? Oh, hey, Sony. Trovato Tomato meinte, er würde gern die Poké-Pension sehen. Gehen wir zusammen hin. Ist diese Tomate jetzt eigentlich eine Sie oder ein Er? Er redet immer von der Tomate, aber das ist doch weiblich. Hier kümmert man sich mit Freude um deine Pokémon. Das ist nämlich die Pokémon-Pension. Oh ja, so ist es. Du kannst gern bis zu 2 Pokémon bei uns in Pflege geben. Ja, ja. Ich glaube, ich zu hören, dass es von Vorteil ist, wenn man 2 Pokémon in Pflege gibt. Ah, oh, das stimmt. In diesem Fall kommt es durchaus vor, dass wir so etwas wie ein Ei finden. Wenn du das dann mit dir herumträgst, schlüpft daraus irgendwann ein Pokémon. Oh, echt? Aus so einem Ei kommt irgendwann ein Pokémon raus? Dann sollte ich vielleicht gleich mal ein paar Pokémon hier lassen. Mehrere gleiche Pokémon mit identischen Tanzmoves. Ja, da öffnen sich mir ganz neue Choreografiemöglichkeiten. Ja, ja.
Möchtest du mich hier lassen, Johnny? Ein andermal vielleicht. Ich möchte mich nur auf einige wenige Pokémon konzentrieren. Nicht so wie das wohl ein andermal. Ah, so kann man die Sache natürlich auch angehen. Ich werde jetzt ebenfalls weiter nach Pokémon suchen, die tanzen können. Wir haben eine Tanztruppe. Tschüss. Hey, jetzt warte doch mal. Nicht so schnell, Tierno. Kriege ich hier nicht ein Ei oder so? Pokémon, die aus Eier schleppen, verfügen manchmal die gleichen Attacken wie die Pokémon, die man in die Pflege gegeben hat. Ich bin die Pokémon-Leiterin. Sollen wir... Nee, sollen sie nicht. Gab's hier kein Ei in dieser Edition? Scheinbar nicht. Hast du eines? Nein. Was macht er da unten? Okay, hier kann ich mir wieder ein Pokémon holen. Was machen die da? Okay, Leute, wir versuchen's. Wie gesagt, Relaxo zählt offiziell nicht, da es einen Overworld Sprite hatte oder hat. Illumisip, toll. Ich mag ja dieses Pokémon ein bisschen. Nein, tue ich nicht. Darf sein Gegenstück, Volbeat. Nee, mag ich nicht. Ah, zurückgeschreckt. Sollte vielleicht ein bisschen leiser lachen, kann das sein. Und nochmal zurückgeschreckt, fantastisch. Und blubber es weg. Nein, ich sollte es... Shit, ich habe jetzt ganz vergessen, dass ich es mir eigentlich hätte fangen sollen. Ach du Scheiße. Ja gut, das war... Naja. Gut, das war Fail von meiner Seite. Sehen wir nach, was wir sonst noch hätten kriegen können, okay? Außer vielleicht ein Item. Ja, nee, Lumise, ich weiß nicht. Also Reserve wäre es okay gewesen, aber ich bin jetzt nicht traurig, dass ich es nicht gefangen habe. Ganz ehrlich. Flabebe ist hier auch noch gegeben. Flabebe hat aber, so wie ich es sehe, keine Beine, ne? Deswegen, ja. Ist jetzt auch nicht so wild. Was machst du da? Ja. Warum möchte ich das eigentlich besiegen? Warum? Ich weiß es nicht. Tackle mich nicht an, du! Tackle sieht nämlich so aus hier. Ja gut, ich habe mir jetzt auf dieser Runde theoretisch ein Pokémon geholt bereits, ne? Obwohl, ich wiederhole es gerne nochmal. Gemäß den Regeln, die ich erfunden habe, dürfen Overworld Sprite Pokémon immer gefangen oder mitgenommen werden, ja. Aber in diesem Fall hat sich das ja jetzt bereits erledigt. Und du willst, glaube ich, kämpfen, oder? Mein hitziger Kampf wäre jetzt genau das Richtige, um meine Gefühle zum Kochen zu bringen! Du hast einen Farbigel, nicht? Bin ich jetzt beinahe ziemlich sicher. Hi-Hiro. Ja, du warst die mit dem Farbigel. Ich spiele ja ab und zu auch ein Farbigel. Habt ihr vielleicht schon mal mitbekommen? Das hat sich schon sehr, sehr bewährt. Teilweise, ja. Das ist jetzt halt nicht unbedingt der stärkste Pokémon von den Werten her. Warum kannst du Rankenhieb? Warum ist es so schwach? Nee, man kann daraus schon etwas Gefährliches machen. Ja, definitiv. Ich glaube, meine Variante ist eine davon, aber es gibt bestimmt noch unzählige andere. So, und die Malerin wurde besiegt. Alles klar. Da vorne standen noch zwei, die gemalt haben. Oh shit, die wollen Doppelkampf. Ah, wenn du ein Modell stündest, käme dabei bestimmt ein Meisterwerk heraus. Lass uns einen Kampf austragen, der so schön ist, dass er in Öl festgehalten werden sollte. Ja, was immer ihr sagt, ne? Und Leo, ich nehme an, du bist die weibliche. Du siehst aus wie die Malerin davor, ja. Oh, die haben zwei Farben. Natürlich. Na gut. Wir haben zwei starke Pokémon hier. Deswegen sollte es kein Problem sein. Wisst ihr was? Wir versuchen einfach mal die Nadelrakete. Warum nicht? Los, Kröti! Na, so viel Damage war es jetzt nicht mal. Wow, gegen diese schwachen Pokémon ist Nadelrakete natürlich super. Aber hat... Oh, komm schon. Flare Smog. Naja, geht. Konfusion habt ihr auch noch drauf. Okay, aber sie hat nicht sonderlich stark, ne? Na gut, blubber nochmal gegen beide und nochmal Nadelrakete in der Hoffnung, dass Spike mehrmals trifft als nur zweimal.
Ja, setzt doch beide dasselbe ein. Bringt euch gar nichts. Das eine ist weg. Ich hoffe, das zweite auch gleich. Aber erstmal ein Level-Up für Kröti. Sehr schön. Und für Spike noch nicht. Los, Spike! Einmal! Okay, zweimal reicht. Na schön, dann halt so. Dann halt so. So, das dürfte ja wohl. Gibt ein Level-Up. Sehr schön. Für jemand anderes auch noch vielleicht? Nee, für niemand anderes. Okay. Gut. Was war denn das hier nochmal für ein Schloss? Das wird mir gleich erklärt. Fantastisch. Ist ja nicht so, dass ich gefragt hätte. Doch, ich habe gefragt, verdammt nochmal. Na, Shawnee, wusstest du, dass dieses Gebäude ein beliebter Ort zum Trainieren für Pokémon-Trainer ist? Man nennt es Kampfschloss. Wenn ich noch mehr über Pokémon lerne, werde ich es eines Tages sicher in der Lage sein, alle 8 Arena-Leiter der Kalos-Region zu besiegen. Das war ziemlich unwichtig und unlustig, oder? Was? Ich kann mich nicht bewegen. Oh, hallo Shawnee, darf ich fragen, wie dein Adelstitel lautet? Wie, du hast gar keinen? Doch, ich habe einen. Und zwar Shawnee der Walkürenschlechter. Kein Lacher? Kein gar nichts von euch? Nee? Schade. Egal, vergesst es. Jemand, der so stark ist wie du, verdient meiner Meinung nach einen Adelstitel. Ich erkläre dir am besten mal... Oh. Ja, bla bla bla. Ja, er hat den Krabbelorden. Sehr schön. Wie heißt du? Oh, Shawnee, toller Name, ne? Ich drücke jetzt einfach mal B, damit ich nicht irgendwie was zustimme, das ich nicht haben möchte. Was? Oh, ich bin jetzt Baron. Oh, warum auch immer. Schön. Ach so, ja, ich kann jetzt Baron herausfordern, genau. Und höhere Ränge kann ich noch nicht herausfordern. Irgendwie so war das. Genau, aber nee, ich möchte hier rausgehen. Ich möchte... Oh Gott. Ich habe übrigens auch einen Adelstitel. Mein Ziel ist es, viele Kämpfe auszutragen und den höchsten Adelstitel verliehen zu bekommen. Deshalb würde ich mich freuen, hier bei dieser Gelegenheit gegen dich zu kämpfen. Ja, du bist gegen mich kämpfen, aber du gehst. Ja, fantastisch. Fantastisch, sehr klug. Sehr klug. Das ist nochmal ein Maler und da ist Serena. Beziehungsweise beinahe alle. Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich gerne mit euch allen zusammen einen Kampf austragen. Mal sehen, wie wir das am besten machen. Tierno und Trovato kämpfen zusammen gegen Shawnee und mich. Was, wenn ich Nein sage? Okay, verstehe. Du stürzt dich wohl nicht so gerne einfach so in einen Kampf, was? Nein, möchte ich gerne verhindern, denn zuerst mal würde ich noch... Ich wollte den eigentlich beim nächsten Mal bekämpfen, aber sei es drum. Ich hoffe, der hat auch nur einen Farbigel. Pierre. Hallo, Pierre. Ja, du hast auch nur einen Farbigel. Na schön, dann kann ich meine Pokémon nochmal heilen vor dem nächsten Kampf. Und das kann ich offscreen tun, denn der Part wäre eigentlich schon längst zu Ende. Hm. Biss! Weiß das Vieh kaputt. Warum? Haben diese Viecher immer etwas, das sehr effektiv ist gegen mein Kröti? Beim letzten Mal war es der Rankenhieb. Das ist nicht so nett. So, das war's. Super! Oh, Grins, Level 18! Kopfnuss! Oh, Grins, Kopfnuss ist gut! Kopfnuss ist gut. Achso, du kannst ja den Schneider, richtig. Sehr schön. Hoppel, auch Level 20. So, Doppelkick zu erlernen? Ja, warum auch nicht? Dafür den Duplex-E-Back. Ich habe da eh nie Glück, dass irgendwie 5 Treffer gelandet werden oder so, deswegen... Nee. Nee. Team Vogel, auch Level 18. Stimmt, die Level alle ungefähr gleich. Gleichzeitig immer. Das ist praktisch. Was? Oh, Hoppel entwickelt sich! Fantastisch! Hoppel wurde zu einem Krebitz! Ja, es ist auch ein Pokémon, das ich ein bisschen suspekt finde vom Aussehen her, aber hey! Warum nicht? So, gibt's hier unten jetzt noch ein Item für mich oder so? Ja, da in der Ecke, fantastisch. AP Plus nehme ich immer gerne.
Und würde ich sagen, Leute, ich gehe jetzt kurz offscreen zum Pokémon Center, meine Pokémon heilen und dann werden wir diesen Doppelkampf antreten. Also Leute, das war's für heute mit Pokémon X. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!